Hallo und herzlich willkommen hier bei einer kleinen Abwechslung von Unravel, was wir natürlich noch weiterspielen werden. Aber wir wollen heute einfach mal ein paar Runden Dead by Daylight spielen. Ich denke, jedem ist das Spiel schon bekannt und ich spiele es ja auch ab und zu mal privat. Und von daher, lasst uns nicht lang schnacken. Wir spielen als erstes mal ein paar Runden Überleben. So, wie ihr sehen könnt, ich spiele halt auch ein bisschen, ne, privat so. Wir haben noch ein paar Blutpunkte. Wir haben ein paar viele Blutpunkte. Jesus Maria. Da können wir auf jeden Fall mal ein bisschen was einlösen. So. Für die Leute, die es natürlich nicht kennen, Blutpunkte helfen euch, bestimmte Fähigkeiten und Fertigkeiten freizuschalten. Und, bestimmte Gegenstände, hier zum Beispiel schwenkbarer Steckschlüsselaufsatz. So. Aber ich denke, wir wollen erstmal nicht so viel machen. Wir wollen ja gleich in die Action eigentlich. Ich hoffe, wir finden ein paar Lobbys, wo wir das machen können. Wir suchen mal eine Partie und dann schauen wir einfach mal, was so passiert. Ja, was gibt's sonst zu erzählen? Wir sind mit Unravel, also von den Aufnahmen her, fast fertig. Die Folgen kommen natürlich jetzt die Tage dann. Und ansonsten, ja, wie gewohnt, alles andere über Social Media und so findet ihr in der Videobeschreibung. Wir haben tatsächlich eine Lobby gefunden. Jawohl. Und dann drücken wir gleich mal bereit. Jetzt gucke ich mal schnell Ausstattung. Opfergabe. Hier machen wir den. Erhöht die Chance, dass wir halt auf eine bestimmte Map kommen. Hier machen wir den Kasten hin. Und mehr haben wir nicht. Das ist okay. So, jetzt warten wir. Auf das der Killer bereit ist, weil wir sind alle fertig. Und ich bin echt gespannt, welchen Killer wir denn zu Gesicht bekommen, wenn wir ihn zu Gesicht bekommen. Schauen wir mal. So, Opfergabe, weiße Abwehr, das ist unseres. Umwickelter Umschlag und Kuchen der Flucht. 100% Blutpunkte, glaube ich, war das. Und auch wenn ich es privat spiele, habe ich es jetzt eine Weile lang nicht gespielt. Deswegen müssen wir natürlich erstmal gucken, was sich so alles geändert hat. Und ob wir denn dem Killer entkommen können. Das ist natürlich. Und wie gewohnt, Ladebildschirm, ne? Unser bester Freund in fast allen Spielen. Ja. Warten wir einfach mal. So, natürlich hier ein paar Tipps und Tricks, Kniffe, die wir hier ein bisschen mit anwenden können. Und dann hoffe ich, dass wir einen coolen Killer haben. Es gibt ja ein paar neue. Let's go. Komm schon. Wir sind fertig. Wird geladen. Genau. Für die Leute, die das Spiel natürlich nicht kennen, Ziel ist es, eine bestimmte Anzahl an Generatoren zu schaffen. Und, um dann den Killer praktisch zu entkommen, indem man dann eine große Tür öffnet. Wir fangen hier gleich an. Und wir haben hier natürlich ein Quicktime-Event. So, habt ihr gesehen? Da ist irgendwas los. Und den Herzschlag, den ihr hört, zeigt uns, dass der Killer hier auf dem Weg ist.
Er ist weg. Ah, verdammt. Jetzt habe ich das Quick-Time-Event verpasst. Weil ich natürlich jetzt hier auch gucke. Ach komm, das gibt's nicht. Okay. Wir müssen jetzt natürlich gucken, wo der Killer den anderen aufgehangen hat. Okay. Wir sind noch safe. Sehr schön. Zu zweit geht natürlich schneller. Und da hängt jemand am Haken. Oh, sehr schön. Da kommt der Keller. Ich habe natürlich das Talent oder die Fähigkeit, dass wenn wir einen Generator machen, dass der Killer dann kurz aktiv wird oder halt sichtbar. Können es hier versuchen? Wir müssen noch drei Generatoren schaffen. Sehr gut. Okay, der Killer nimmt einen hoch. Da läuft der Glaube. Bis jetzt läuft es gut für uns. Aber ich will es mal nicht beschreien. Oh, da hat er wieder jemanden erwischt. Okay, unten im Keller. Und wir haben... Oh, wir brauchen nur noch einen. Jetzt ist natürlich die Frage. Der struggelt da unten schon. Keller ist hier. Oh, da war ein Leck. Hat er sich befreit? Der Killer ist hier irgendwo. Weiß ich natürlich nicht, ob die anderen. Okay, die sind alle soweit geheilt. Was ist da unten los? Bei dem? Ich könnte jetzt den Generator natürlich hier anfangen. Mädel, mach das nicht, Alter, der holt dich. Ja, da ist er. Geh doch weg. Es ist Ghostface?
Es müsste Ghostface sein, aber mit einer anderen. Mit einem anderen Skin. Bin mir nicht sicher. Oha. Er läuft hier noch rum. Wo ist er? Ah, okay, dann nimmt er den hoch. Wir sind natürlich bis auf ich. Oh je. Okay. Geh weg, geh weg, geh weg. Okay, zwei hängen. Nein, bitte nicht, renn da nicht hin. Oh, jetzt hat er mich. Komm schnell runter. Los, renne. Ja, das war klar. Ja, es ist Ghostface tatsächlich. Wir können uns erholen, aber es geht nur bis zu einem bestimmten Punkt. Er ist ein guter Killer. Keine Frage. Ich hoffe, dass jetzt einer auch hier... Ja, da ist jemand. Aber ich bin halt voll am Struggeln gerade. Der kann mich jetzt holen. Ja. Er guckt aber erstmal rum. So, ich gebe dir mal Bescheid schnell hier. Danke. Oh, sehr nice. Oh, da wird aber riskiert. Wenn man den Herzschlag hört, ist halt einfach, ne, man weiß halt nie. Je näher man natürlich am Killer dran ist, umso lauter und umso schneller. Oh, okay. Die machen das, dann werde ich jetzt hier zum das Tor suchen. Ich weiß, dass es hier hinten irgendwo sein muss. Ich bin mir eigentlich safe sicher, dass hier irgendwo ein Tor ist. Wo ist das Tor? Okay, alles klar. Habe ich vergessen, wird uns ja angezeigt. So, dann versuche ich mal mein Glück und mache das Tor auf. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Es müssen alle drei Lampen leuchten. Sehr gut. Oha. Ich hoffe, er bleibt uns fern. Ja, da war die Map schon zu Ende. Wir sind also entkommen. Was ja an sich nicht schlimm ist. Ich hoffe nur, wir können jetzt den anderen auf jeden Fall noch zugucken. Okay, okay, okay. Wir sind ja nice, sag ich schon. Wir sind ja echt nett, ne? Wir gucken den anderen zu. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Die machen natürlich das, was ich machen wollte. Okay, einer ist tot. Okay, drei sind entkommen. Jetzt haben wir hier natürlich unsere Auflistung. Fortschritt verfügbar und alles. Und, ja, ist für die erste Runde gar nicht mal so schlecht, ne?
Muss ich ja schon sagen, haben wir uns wacker gehalten. So. Und wir warten. Ja, ich würde sagen, eine Runde gut gelungen. Für eine Runde sind jetzt ungefähr 15 Minuten aufgenommen. Wir lassen es bei einer Runde heute für diese erste Folge. Wenn ihr natürlich ein bisschen länger was davon haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare rein. Wir machen jetzt hier noch ein paar Blutpunkte. Sehr schön. Und hier oben noch. Und ja, wie gesagt, wenn ihr ein paar mehr Runden haben wollt, dann schreibt es einfach mal in die Kommentare, also wenn ihr längere Videos haben wollt. Dann können wir das natürlich auch einrichten. Ansonsten zeige ich euch jetzt noch natürlich die Überlebenden, die es hier gibt. Wir haben hier einmal den Dwight, Mac, dann Claudette, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, Jake, Ace, David King, William Bill Overbeck, Nea. Nea kenne ich gar nicht. Künstlerin, okay. Fengmin und Yui Kimura. Ich hoffe, das wird so ausgesprochen. Und hier habt ihr natürlich noch weitere Sachen, die ihr als DLC natürlich holen könnt. Hier haben wir zum Beispiel, wer kennt ihn nicht? Ashley J. Williams. Ash vs. Evil Dead, wenn euch das was sagt. Wen haben wir noch? Curtain Call sagt mir jetzt nichts gerade. Quentin, Nightmare on Elm Street. Laurie, Halloween. Ja, also ich denke, dass einigen hier. Wen haben wir hier? Felix Richter, der ist Abstieg in die Tiefe. Okay. Wen haben wir sonst noch? John Vasquez. Portrait of a Murder. Michaela Reed. Horror of the Witch. Oder, nee, nicht Horror. Hour. Ach, die Stunde der Sch. Mir war aber so, dass es mal Darkness Among Us. Shattered Plotline. Chains of Fate. Okay. Es gab mal ein Packen, aber das ist ja jetzt unrelevant. Von Stranger Things. So, hier habt ihr natürlich, also jetzt können wir jetzt hier mal schnell noch gucken. Hier habt ihr natürlich die verschiedenen Talente. Wie ihr sehen könnt, ich habe halt eigentlich alles soweit geholt. Und wir können, hier seht ihr an der Seite, ist halt Talent Stufe 3, Stufe 2. Ich habe nur Talent Stufe 2. Opfergaben gibt es hier verschiedene Sachen, wie hier den Kuchen zum Beispiel, gewährt 100 Punkte in allen Kategorien. Und ja, was soll ich jetzt noch groß sagen, ne? Zerrissene Blaupausen. Was enthüllt 20 Sekunden die Auren aller Haken im Keller? Also es gibt schon ein paar Sachen, die man so ein bisschen machen kann. Und hier zum Beispiel können wir jetzt chirurgischen Faden noch machen und Bandagen. Dann läuft das alles. Hier zum Beispiel erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Fähigkeitscheck auszulösen um 15%. Bonusblutpunkte um 150% und Heilungsgeschwindigkeit. Und hier auch nochmal fügt 8 Einheiten zum Kasten dazu. Ihr habt hier Anpassungsmöglichkeiten, verschiedene Outfits, die ihr machen könnt. Und Hosen. Ja. Und hier habt ihr verschiedene Glyphen und die könnt ihr natürlich, aber ich glaube, die machen gar nichts. Genau, das sind nur Glücksbringer. Ja, aber mehr ist halt auch nicht, ne?
So, ansonsten habt ihr dann halt immer hier die täglichen Rituale. Wir haben eins abgeschlossen, sehr gut. Und ihr könnt hier halt bestimmte Herausforderungen auswählen, wo ihr nochmal Blutpunkte bekommt. Das ist eigentlich so im Groben und Ganzen für die Neuen. Aber es macht halt echt Spaß, ne? So, dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis dahin. Ciao.